Hallo Leute, wir spielen weiterhin Clock Tower. Und letztes Mal haben wir diesen komischen purpurnen Abschnitt gefunden. Und ja, jetzt sehen wir uns hier mal um. Da fehlt Plank. Ja, eine kleine Plank aus Holz. Ich kann die irgendwie nicht verwenden. Dachte, ich könnte die jetzt da so hinlegen und dann irgendwie darüber. Moment, da kann ich was anwählen. Ich kann den ersten Stock sehen. Ja, das ist schön. Aber warum kann ich das nicht verwenden, verdammt? Im Seil vielleicht irgendwie agieren oder so? Nein. Gut, dann sehen wir uns weiterhin um. Ich bin gespannt. Was haben wir hier drin? Und jetzt sind wir im oberen Stock, nicht wahr? Was? Das war doch unten schon so ein verschütteter Raum, oder bin ich jetzt total falsch? Moment, wir sind jetzt oben. Oder? Ja, natürlich sind wir oben. Hä? Wir sind immer die gleichen Räume zu finden irgendwie. Alles ist gleich aufgebaut, obwohl, wie gesagt, das Haus für mich gerade keinen Sinn ergibt. So wie es aufgebaut ist und so weiter. Nein, ich würde gerne mal einen Grundriss von diesem Haus sehen. Ich verstehe ihn, wie gesagt, nicht. Was haben wir hier? Oh, oh. Großes Gebäude. Erstmal Licht anmachen, bitte. Geht nicht. Da. Eine Menge Zeugs geschrieben. Ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, kann ich mich auf den Couch legen? Nee, das Bild wird. Ja, das Bild kann ich irgendwie betrachten. Eine Frau ist auf dem Bild. Diese Person. Ups, das sieht familiär aus. Ja, keine Ahnung. Feuer, damit kann ich. Nee. Ich wundere mich, wer das entfacht hat. Halt, was ist das hier? Ein Abfalleimer oder so? Da hat bestimmt was Tolles drin. Nichts. Oder leer, was weiß ich. Das will sie nicht sagen. Was? Viele Bücher. Okay. Da. Middle Woman. Hilly, was ist das? Mittelalterlich. Oder mittleren Alters. Irgendwas. Wasser kann ich nicht anwählen und bestimmt ist wieder draußen dunkel. Ganz bestimmt. Sie sieht den Pool, der draußen steht, liegt, sich befindet, keine Ahnung. Gut, dann hier durch. Und diese Tür da müsste mich eigentlich wieder in den nächsten Raum führen, den ich hier finde. Geht da rein, bitte. Nein, da reingehen. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Jemand beobachtet mich, denkt sie, oder fühlt sie. Hier ist bestimmt der Lichtschalter auch kaputt, weil hier drin ist alles kaputt, hallo? Sieht aus wie ein Kinderzimmer. Diese Puppe hier macht mir Angst. Eine große Clownspuppe. Ein Schlüssel. Was? Zeremonien. Was ist das da? Eine Puppe ist runtergefallen. Was? 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 Kann ich irgendwie agieren mit der Puppe? Nein. Was? Die Puppe ist seltsam. Die greift mich an. Sie hat Angst. Ich will raus hier. Aber ganz schnell. Nein, raus da! Door will not open. Oh, Kacke. Dann geh durch diese Tür. Diese Tür. Oder mach irgendwas. Fang das Seil bitte. Kannst du sie damit fangen? Nein. Mann, sie kriegt gleich irgendeinen Anfall. Und sie verletzt mich ständig. Mann, was? Ich bin nicht tot oder was? Toll. Mit dieser scheiß Puppe. Was hätte ich da tun sollen bitte? Was ist jetzt, wenn ich tot bin? Wo starte ich denn bitte? Hallo? Hallo? Ich starte, nee. Continue. Wo starte ich jetzt? Bin ich jetzt wirklich gespannt. Wieder in diesem Zimmer hier. Alles klar, dann gehe ich gleich
durch diese Tür da. Aber ganz schnell, bevor die Puppe wieder runterfällt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zeitlich begrenzt ist oder was weiß ich. Auf jeden Fall macht mir die Puppe Angst. Ja, dann bin ich hier. Alles klar. Ja, toll. Dann würde ich gerne nicht mehr in diesen Raum gehen. Weil ich habe ja einen Schlüssel gefunden. Einen Zeremonienschlüssel. Aber gut, es ist fair verteilt. Von wegen, wenn man stirbt, kann man gleich weiter spielen. Hier. Nein, wieder ein Bart. Was? An der Kiste ist was. Was? Eine Katze. Die Katze liegt böse. Nein, nicht rausgehen. Nee. Geh noch mal rein. Oh Mann. Katze nicht mehr da, oder? Dann versuche ich das hier. Will sie nicht. Auch, doch, hinter dem Vorhang will sie wieder blicken. Toll, bestimmt keine gute Idee. Und? Die Dusche arbeitet. Also sie läuft. Mehr sagst du dazu nicht mehr? Nee. Ich scheint es hier drin nicht mehr zu geben. Ja, geh raus. Und die Steuerung, meine Güte. Ich hab echt ein blödes Gefühl im Bauch. Geht sie jetzt hin? Ich kann gleich wieder da sein, wo ich das ganze Zeug betreten habe. Hier müsste ich eigentlich wieder in den normalen Bereich kommen, beziehungsweise nach draußen. Oder? Boah, ich kann mir das nicht merken, wo... Ja, doch, stimmt. Ja, doch, stimmt. Und wenn ich jetzt nach links gehe, dann kommt die Treppe. Ja, ich muss mir das kurz... Ja, kommt. Ich muss mir das alles kurz ansehen, damit das Haus für mich Sinn macht. Weil, was war das für ein Architekt, hallo? Also, ich meine, das Haus ist cool, es ist groß und geräumig, aber... Weiß nicht, was ich davon halten soll. Hallo? Hä? Was? Ah, jetzt, ah, okay. Gut, nehmen wir eben den umständlichen Weg. Gott, verdammte Telefon. Ja, geh runter, komm. Schneller bitte, schneller bitte. Aber wo ist dieser Psychopath, verdammt? Ja, was will ich jetzt tun? Ich würde gerne nach draußen gehen und den Käfigschlüssel ausprobieren. Den ich im letzten Part gefunden habe, glaube ich. Ja, kann sein. Ja, außer ich habe mit diesem Schlüssel bloß den Vogel befreit. Den Raben da. Habe ich auch doch nicht. Weil sonst müsste ich jetzt wieder eine Karte prüfen, wo ich noch eine verschlossene Tür habe. Doch, eine gibt es noch, und zwar rechts vom Anfangsraum, von der Haupthalle. Da konnte ich nicht weiter. Ah doch, eine Tür war noch verschlossen, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Und zwar links in dem Raum, wo ich den Raben befreit habe. Aha, langsam sehe ich durch mit meiner Karte. Das war eine gute Idee, die anzulegen. Mach auf da. Und sei vorsichtig, bitte. Bitte, Jennifer. Okay, das Holzstück da liegt noch da. Das ist gut. So. Kann ich jetzt Ihnen den Schlüssel vielleicht geben? Ja, nein. Nein, offenbar kann ich mit der Tür nicht agieren. Kacke! Scheiße. Dann gehe ich eben wieder zurück und versuche nochmal irgendeinen Käfig zu öffnen. Vielleicht da, wo die Ratten drin sind oder so. Ansonsten weiß ich bald nichts mehr. Weil ich habe den Raben befreit. Dafür habe ich bestimmt keinen Schlüssel gekriegt. Das wäre ja, ja irgendwie schwachsinnig. Hoffe ich, denke ich mir. Warum ist jetzt wieder im roten Bereich?
Darf sie nicht rennen oder wie sieht das aus? Könnte sein. Bleib mal kurz stehen und erhol dich. Ja, geh auf die Knie und erhol dich. Einfach bitte nur kurz. Ich sehe mir mal kurz nochmal die Karte an. Wir sind hier unten. Dann der nächste Raum von rechts, den konnte ich nicht öffnen. Ja, komm, gelb, das reicht schon. Da konnte ich nicht mit der Tür agieren, genau wie mit dem... Nein, geh doch nicht da durch. Geh doch nicht da durch, ich will das gar nicht. Außer dein Eigenleben. Sie letztendlich agiert meinetwegen, aber dann bitte sinnvoll, ja? Also, wo ist diese Tür? Hör auf, im roten Bereich zu sein, das macht mir Angst. Hier, mit dieser Tür kann ich nicht agieren, nein. Und doch. Warum im roten Bereich? Ja, es ist verschlossen. Das ist. Oder auch nicht. Nein, das ist das auch nicht der Zeremonienraum. Mann, mir gehen die Ideen aus. Geh da rein. Das sind jetzt wieder die Käfige. Kannst du damit vielleicht das hier öffnen? Ja? Nein? Irgendwo hat hier noch was gefunkelt, wo ich auch nicht lang kam. Ich wüsste... Ich glaube, wir rennen nochmal hier, ja. Ist toll. Da ist nichts mehr drin. Habe ich jetzt die Ratten befreit? Boah. Da ist es nichts mehr drin, sagt sie. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn bitte hin? Verschlossene Tür kriege ich nicht auf, das kriege ich nicht auf. Mein Gott. Ist sonst noch irgendwo was Verschlossenes vorgefunden? Ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Ja, dann gehe ich halt doch mal in den Anfangsraum. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Es ist doch dumm, dass einem die Schlüssel nicht angezeigt werden, die man findet. Weil der Goldschlüssel, der Silberschlüssel, der Zeremonienschlüssel, ich weiß nicht mal, ob das ein Zeremonienschlüssel war, ich weiß nicht mal genau, wie das Wort heißt, aber ich glaube zumindest Zeremonienschlüssel. Ah, nee, komm, geh einfach durch den Garten durch. Vielleicht sehen wir da noch was. Vielleicht. Und ansonsten muss ich halt doch noch einmal in den Puppenraum gehen. Weil, ja, da konnte ich noch nicht alles durchsuchen. Weil ich sehe ansonsten schon wieder keinen Weg mehr. Der Pool ist auch nicht umsonst da, ganz bestimmt. Irgendwann passiert da noch was. Ich will auch nicht die Leiter benutzen. Sie will einfach gar nichts. Nee, ich sehe da definitiv nicht wirklich durch. Geh nach rechts, ja. Ich glaube auch nicht, dass jetzt hier im Raum jemand im ersten Stock da oben irgendwas repariert hat, dass ich da irgendwie agieren könnte oder so. Ja? Vielleicht ein Schlüssel? Nein. Hey Leute, was muss ich denn bitte machen? Oh Mann! Mann! Ich überlege, ich sehe mir die Karte an, ich mache alles. Alles. Moment mal. Eine Idee habe ich dann, glaube ich, noch. Das ist dann auch das Letzte, was ich in diesem Part tue. Und zwar der Raum mit diesem Bild an der Wand. Das sah für mich wie ein Zeremonienraum aus, ich weiß es nicht. Ja, nee, irgendwie nicht, oder? Da war ja auch nichts Verschlossenes oder sowas. Halt, da hoch. Ich will gar nicht in den komischen Raum gehen da. Ich hab wirklich keine Ahnung. Oder bei den Puppen, da war auch nichts, dass man irgendwie hätte, ja, aufschließen können oder so. Oder doch?
Vor allem, dieser Raum fehlt mir sogar auf meiner Karte. Wo war der nochmal, bitte? Ah, nee, da ist er. Hab ihn gefunden. Hab ihn gefunden. Ja, geht da rein. Das ist das neue Gebiet. Ja, ich weiß, es ist nicht gerade amüsant, jetzt hier mir zuzusehen, aber was soll ich denn machen? Hier offscreen nochmal alles absuchen, ja, das werde ich dann wohl tun, wenn ich jetzt definitiv nichts mehr finde. Ich werde mich zwar ein bisschen belasten. Suchen wir jetzt nochmal genau mit der Puppe, dann war es das für heute. Ihr könnt meinetwegen ausschalten. Diese Katze, was war die da? Die ist dann eigenständig wieder aus der Tür gelaufen. Alles, da ist die Tür. Gut, Leute, ich werde hier schneiden und ich werde sie noch kurz zu Kräften kommen lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich versuche, gegen diese Puppe zu bestehen. Gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.